Herzlich willkommen zurück in Bautzen. Ja, ich bin wieder hier beim Chris. Vorneweg, bevor wir mit dem Thema gleich loslegen, um das es geht, ihr habt es ja gerade schon gesehen, möchte ich mich nochmal an der Stelle recht herzlich bedanken. Das Video, das wir hier produziert haben, als wir das ganze Projekt vorgestellt haben, das ging durch die Decke und der Kontakt mit euch, sei es E-Mail, Anrufe, Instagram, Facebook, überall, reißt nicht ab. Auch von mir nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle. Es ist überwältigend, wie viele Leute uns geschrieben haben, wie viele nette Kontakte. Wirklich einfach überwältigend. Und ich würde sagen, heute geht's direkt los. Ihr habt danach gefragt. Wir stellen die beiden Maschinen vor. Einmal die Belmont hier mit Festfahrwerk und hier drüben die Maschine, mit der ich zukünftig ein bisschen unterwegs sein werde, mit Einziehfahrwerk. Ich würde sagen, das ist heute unsere Mission. Damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß. So, wir stehen jetzt hier direkt vor der ersten Maschine. Chris, hau raus, was kannst du erzählen? Ja, wir haben hier die Belmont DW200. Sie hat schon in der Basisversion den 100 PS Rotax-Motor. Wir haben hier in der Version den Neuform-Verstellpropeller. Und wir haben ein Festfahrwerk bei der Variante. LSA-Festfahrwerk, grundsolide, wirklich toll. Das Flugzeug ist geeignet, gerade im Bereich für Genusspiloten, für Flugschulen, oder auch für den, der einfach mal wegfliegen möchte. Ja, wir haben Reisegeschwindigkeit von 230 True Airspeed und einen Verbrauch von 16 Litern. Und damit kann man schöne Reisen machen. Und wie viel Sprit habe ich da noch dabei? Wir haben 120 Liter Treibstoff tatsächlich dabei. Also die hat wirklich große Tanks. Okay, also habe ich locker mit viel Reserve 5 Stunden Flugzeit. Ja, wenn ja. Sie 16 Liter nimmt. Richtig. Lass es 17 nehmen, dann hast du immer noch genug. Ne? Ganz gleich. Also es ist immer Sicherheitsmarge ist mit drin. Und die persönliche Distanz ist dann eh schon überschritten. Also ich möchte überhaupt nicht viel, viel länger fliegen. Irgendwann muss man einfach mal auf Toilette. Ja, das kenn dann lieber gemütlich einen Cappuccino trinken. Ne? Ja, das kenne ich alles. Ne? Ihr kennt es auch aus dem einen oder anderen Video von mir. Genau. Chris, was haben wir sonst noch so für Besonderheiten hier in der Maschine? Ja, Besonderheiten. Wir haben zum Beispiel das Schiebefenster. Also ich nutze es extrem viel. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Gibt es das irgendwo in einem Flieger mal gesehen? Viele Hersteller bauen die nicht mehr ein, weil sie ein bisschen aufwendiger zum Einbau sind. Aber man hat einen großen Vorteil. Ich kann Fotos nicht durch die Scheibe, sondern hier mache ich auf, mache die Kamera raus und kann ordentliche Bilder machen. Ist mir zum Beispiel persönlich wichtig, ich mache das sehr gern. Okay, da gibt es ja das eine Video, wo einer das Handy raushält und das Bilder gut. macht und dann verliert er das Handy. Also ist hier auch möglich, Handy verlieren. Sein Blick ist unbezahlbar dabei. Ja, das blende ich mal ein, das Video. Echt gut. Okay. Was natürlich sehr cool ist, gerade wenn man die Maschine mal länger abstellt auch oder wohin fliegt, machen wir ja viele, ne? Die Tankdeckel sind abschließbar und eben auch grundsolide, kennt man so eigentlich eher aus der Eco-Klasse. Ja, machen einen wertigen Eindruck auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Sehr wertig. Wir haben Landescheinwerfer. Ich habe hier schon am Platz mitbekommen, haben sie zu mir gesagt, Mensch, Chris, wenn du reinlandest hier, denkt man, hier kommt irgendein Privatjet an, ne? Und dann sehen sie die Belmont. Kommt eine PC-12. Ach nee, ist ja der Chris. Zwei Stück, ja, die leuchten schon wirklich also heftig. Also die sind wirklich sehr, sehr hell. Aber wenn wir mal gerade über das Thema sprechen, gesehen werden, ne, was ja wirklich ein wichtiges Thema gerade in der VFR-Luftfahrt ist, ich lasse die bei schlechtem Wetter, Frank, ich lasse die tatsächlich einfach laufen. Ja, hatten wir ja auch wo wir da geflogen sind. Da war noch Wolkenschicht drin, die Sonne war noch nicht durch. Genau. Sind wir unten runter geflogen, hat er auch gesagt, lass mal an die Dinger. Ne? Ja, einfach anlassen. Wir haben LED-Scheinwerfer, die brauchen nicht wirklich viel. Aber dafür werden wir gesehen ohne Ende. Ne? Und das finde ich einfach super. Das ist einfach ein tolles Da kann ich noch eine kurze Story dazu erzählen, als ich die FK9 gekauft habe, da hatte ich noch keinen Landescheinwerfer vorne am Bugrad. Den habe ich erst nachträglich hingebaut. Warum habe ich den hingebaut? Ich bin zur Abendstunde, so mit dem letzten legalen Licht,
bin ich zum Landen reingekommen und von der anderen Seite kam auch ein Flugzeug. Und ich dachte mir, hä, wir haben doch eine ganz andere Landerichtung. Und der hat mich nicht gesehen. Tatsächlich. Der hat mich nicht gesehen. Und ja, dann dachte ich mir, ey, wenn ich jetzt da vorne diesen Scheinwerfer gehabt hätte, hätte der mich gesehen. Der hat dann auch gemerkt, dass er tatsächlich auf der falschen Piste ist. Auch sowas passiert, ja. Und dann hat er sich neu eingereiht, aber er hat mich nicht gesehen, obwohl wir aufeinander zugeflogen sind. Waren beide im Final. Genau, genau. Und gerade für das Thema perfekt. Ja. Steiger die Sicherheit und damit. Kann gar nicht genug blinken und leuchten. Ich bin da eh ein Freund von dem Ganzen. Richtig, richtig, genau. Okay, cool. Bei Blinken und Leuchten kommen wir gleich zum nächsten. Oh ja, okay. Wir haben wirklich sehr, sehr hochwertige Navigationsbeleuchtung und Strobe Lights. Sehr, sehr hell, sieht man sehr gut. Genau. Ist aber das Thema wieder zu schließen. Ja, ist aber, sollte man, ist eigentlich Standardding eigentlich. Sollte man haben, ne? Sollte man haben. Ist ja immer noch eine Vorschrift beim UL. Ah, okay. Ne? Aber ich finde, das gehört einfach mit dazu. Okay, ja? Okay. Ja, wir haben elektrischen Querruder-Trim. Ich finde es sehr wichtig. Wir haben Flächentanks. Die Personen im Cockpit haben verschiedenes Gewicht. Da kann ich das einfach ausgleichen. Oh, cool. Wenn ich lange Strecken fliege, trimme ich mir die Maschine so, dass eigentlich braucht sie mich im Reiseflug nicht wirklich. Ne? Okay. Trimme die aus und die fliegt gerade aus. Oh, cool. Ne? Ja, Landeklappen elektrisch, schon in der Basisversion, ja, haben wir einfach so mit rein. Genau, die Gepäckfächer. Hast du Schlüssel da? Ich würde die jetzt gleich mal aufmachen. Ich habe den Schlüssel, habe ich schon eingesteckt. Wir haben da was vorbereitet. So ein bisschen. Wir machen einfach mal auf. So, Gepäckfächer. Musst du wahrscheinlich halten, weil der Wind so bläst. Der Wind, ne? Oder geht's? Bläst heute so. Na, nee. Heftig. Kann ich, na, die Wacke. Ja. Ich halte es mal ein bisschen. Ja. Wir haben in der Basisversion immer so eine Haube mit dabei, was sehr gut ist. Und was wir auch haben, kannst du auch mal reinfilmen, ja, wie groß die ist hier. Also ganz ehrlich, Frank, wenn wir wegfliegen, dann das kriegt man auf jeden Fall, kriegt man da alles unter, was so Klamotten und Zeug für einen Wochenendausflug. Hast ja zweimal, ne? Plus noch das hinter dir, ne? Genau, genau. Hast du zweimal auf jeder Seite. Das ist cool. Und für alle, die ihr Frau oder Freundin einfach mal locken wollen, die Taschen hier sind tatsächlich dabei. Ne? Cool. Und dann sagt man einfach, wenn du mitfliegst, kannst du die voll machen. Ne? Und dann, genau, dann sind sie alle mit dabei. Cool, mit Logo und allem. Mit Logo. Nach der Landung mache ich raus, hänge ich mir um und dann geht's los in die City. Into the Wild, ne? Oder was, into the wild. Was ich da ja sehe, auf einer Seite Bordwerkzeug, ne? Oder so, diese, ja, diese Erdnägel, die Rollstops, wobei die Rollstops habe ich hinter mir liegen, Werkzeug, bisschen Öl, ja, all möglichen Kram in, ja, so eine Tasche rein. Dann, genau, ist so die Werkstattseite, ne? Genau, in der anderen Seite habe ich hier Rollstops, habe ich hier vorne ja auch. Ja. Da sind Rollstops und was zum Festmachen, wie du gerade sagst. Ne? Cool. Ne? Okay, Chris, abschließend noch die große Frage, bevor wir rüber zur Maschine mit Einziehfahrwerk gehen. Wo geht das Modell jetzt los? Was muss ich aufrufen? Also wir haben einen Basepreis von 113.000 Euro netto. Ja? Und da ist schon wirklich viel dabei. Flugfertig, kann ich fliegen? Flugfertig, ja, ja, kannst du, okay, fliegen mit. Ne? Ist auch das Rettungsgerät ist schon mit drin. Was auch toll ist, die Farbe nach Wahl ist drin. Sprich, ah, cool, einfarbig das Flugzeug lackiert. Na ja, gut, wenn du jetzt dementsprechend dann halt, was weiß ich, ein G3X Touch oder so drin haben willst, wird es dementsprechend teurer, denke ich. Ganz klar, um das genau durchzusprechen, ja, und wirklich, ich will das individuell machen. Ich will es einfach auf den Piloten, auf das Bedürfnis. Jeder braucht es anders. Ein Verein braucht ein anderes Flugzeug wie jetzt der Privatpilot, na, der stimmt, viel Strecke fliegen will. Ne? Flugschule braucht auch ein anderes. Genau, ne? Genau. Deswegen, ich würde es einfach individuell, einfach persönlich dann, dass wir uns mal hinsetzen, dass wir durchsprechen. Ne? Und okay, dann findet man da die passende Lösung auf jeden Fall. Alles klar. Wenn ihr jetzt zu der Basismaschine hier, so nenne ich sie jetzt mal, noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben oder schreibt den Chris eine E-Mail. Ja, Kontaktdaten sind ja alle da oder mir eine E-Mail. Also wir kommunizieren das komplett. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die andere Maschine auf der anderen Seite. Genau. Los. Okay, Chris, jetzt sind wir hier an der Delta Mike Alpha Uniform Charlie. Erzähl. Ja, wir haben hier die Belmont DW 210 RG. Warum RG? RG steht für Retractable Landing Gear, sprich im Grunde Einziehfahrwerk. Wir haben in der Basisversion bei dem Flugzeug haben wir den 100 PS Rotax Motor und in der Version jetzt den 914 Turbo, wie wir schon im letzten Video berichtet haben. Jetzt komme ich auch zum Highlight der Maschine.
Ich sage immer, es gibt Einziehfahrwerke und Einziehfahrwerke. Bei der Maschine haben wir ein geschlepptes Einziehfahrwerk mit Gasdruckdämpfern. Sprich, im Grunde, ihr habt nie Probleme auf einer Graspiste oder sonst was. Im Grunde könnte man schon fast sagen, du kannst auf dem Acker landen. Es ist einfach grundsolide und mir persönlich sehr, sehr wichtig. Bei mir macht es Spaß, solche Plätze auch anzufliegen. Ja, okay, das ist natürlich mal eine Ansage. Wir haben bei der Maschine genauso die Landescheinwerfer, Airliner-mäßig. Ja, denkst du, 747 kommt rein. Die Cargo-Doren sind auch drinnen. Eigentlich alles das Gleiche. Das Cockpit sieht ein bisschen anders aus, Chris. Ja, hier sieht man natürlich, wie individuell man das Ganze gestalten kann. Generell ist alles möglich. Ja. Die nächste Maschine, die jetzt kommt, die hat jetzt zum Beispiel ein Glascockpit drin. Da haben wir, wie man es von vielen kennt, ein G3X Touch drin. Ja, das kenne ich. Mal ein beheiztes Pitot-Rohr. Ne? Eigentlich ist alles möglich. Ne? Die ganze Garmin-Palette kann hier natürlich auch verbaut werden. Ne? Wir haben ein großes Cockpit, wo auch viel Platz ist. Man kriegt viel unter und es ist aufgeräumt. Ich kenne tatsächlich Leute, ne, die sagen, sie wollen einen Uhrenladen. Die wollen gar keine Glascockpits. Ja. Ne? Also ich finde beides geil. Ich fliege gern mal das. Ich fliege auch gern mal so einen Glascockpit-Computer. Ja, hat beides seinen Reiz. Ja, genau. Also was ich immer sinnvoll finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn ein Horizont mit drin ist. Horizont finde ich tatsächlich, gehört eigentlich in jedes Flugzeug mit rein. Ja. Ne? Einfach halt der Sicherheit wegen. Du, auch ja, wenn man es nicht will und es immer vermeidet, das kann passieren, dass mal irgendwas passiert und du brauchst den. Genauso ist es. Das ist so, das ist ein Sicherheitsding, bin ich voll bei dir. Ja. Ja. Kannst du was zu Lieferzeiten noch sagen? Ich denke, das brennt den Leuten auch auf der Zunge immer. Ja, aktuell sprechen wir von einer Lieferzeit von 4 Monaten. Ne? 4 Monaten? 4 Monaten, ja. Also haben flotte Lieferzeiten. Ich weiß nicht, wie lange ich das so machen kann, weil wir wurden überrannt. Ne? Ist so, ja. Das sage ich, wie es ist. Also kann ich ja ehrlich sein. Deswegen, ja, aktuell sind es noch die 4 Monate. Du, selbst wenn es 5 oder 6 Monate sind, alles gut, ne? Ich denke auch. Oder? Ja, ganz alles klar. Gut. Ganz klar. Okay, und jetzt die abschließende Frage, auch hier bei dem Modell mit dem Einziehfahrwerk. Costa Guanda. Costa Guanda. Ja. Wir sind bei der RG, bei der Belmonte W210 RG, sind wir bei 128.000 Euro netto Einstiegspreis. Ne? Okay, da kommt es jetzt dann auch drauf an, will ich einen G3X Touch drin, will ich dies, will ich das. Also ganz klar. Ne? Aber ich sage immer, um das wirklich dann auszumachen, was braucht man, was ist sinnvoll, mache ich das in einem persönlichen Gespräch am liebsten, weil ich da eben auch die Erfahrungswerte ein bisschen mitbringen kann, das Flugzeug für diejenige Person zu konfigurieren. So anzupassen, was der vorhat. Genau, ne? Genau, weil es einfach jeder andere Sichtweisen auch hat, ne? Und Bedürfnisse. So, okay, ihr habt jetzt mal die beiden Modelle gesehen. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, seid ihr eher die Festfahrwerkfraktion oder Einziehfahrwerkfraktion? Das dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auch interessieren. Also ja, ist ja echt sehr geteilt. Genau, ist eine geteilte Meinung. Ansonsten habt ihr die beiden Maschinen jetzt mal so ein bisschen im Detail gesehen. Da geht es dann jetzt auch in Kürze mit den Flügen los. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne E-Mail schreiben oder einen Chris anrufen. Könnt ihr euch einfach melden? Sehr gerne. Und damit sind wir jetzt raus. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Moin, moin. Und? Fit? Ja, fit. Lass uns fliegen gehen. Ja, läuft soweit. Wir haben gutes Wetter. Ihr könnt es selber sehen. Das waren beim letzten Mal andere Bedingungen. Einmal klatschen, bitte. Danke. Ja, wir haben hier die Belmonte W210. Es ist so. Nee, es ist nicht so. Ist nicht so? Nee, ist nicht so. Es ist nicht so. Also einfach toll. Kannst du einmal in die Hand klatschen? Danke. Chris, erzähl, was kannst du zu diesem Prachtstück uns. Nee, nochmal. Hör auf zu lachen, ja. Mann.